Findest du es immer noch so einladend, Gav? Meine Güte, was für ein gottverlassener Ort. Ich wusste ja, hier ist was faul. Ich sehe nur Orks und Akasische. Hoffentlich hatten die Einwohner mehr Glück. Genau wie in Kanva. Gibt es gar keine Überlebenden? Die mögen hier wohl tatsächlich keine Gäste, Clive. Scheint, als hätte Ultima Ashra fest in der Hand. Friedensboten sind das nicht. Warnen wir besser die anderen. Nein, mein Onkel überwacht die Küste. Er weiß genau, wie man ungeladene Gäste empfängt. Unser Ziel ist Drachengrat. Und davon trennt uns noch ein weiter Weg. Also weiter, nach Stonhyr. Gut, dann mal los. Lassen wir die geifernden Horden nicht unnötig warten. Clive, ihr müsst ohne mich weiter. Diese Festung ist so alt wie das Phönixtor, vielleicht älter. Sie mag noch Antworten zu Ultimas Geheimnissen bergen. Und wenn wir ihn bezwingen wollen, muss ich sie finden. In Ordnung. Sieh dich ja vor. Natürlich. Immer. Machst du dir keine Sorgen?
Dass meinem Bruder etwas passieren könnte? Natürlich. Immer. Vivians Karte ist so alt, ich konnte darauf kaum was entziffern. Aber ich glaube, wir sind in der Nähe eines Dorfs namens Estla. Dann lass uns hingehen. Vielleicht finden wir dort noch Menschen. Hier stinkt's ja wie ein Morbol aus dem Maul. Aber der Gestank dürfte wohl unsere geringste Sorge sein.
Das habe ich gebraucht. Bei Odins Bart. Nicht runtergucken, Torgal. Das ist wohl Estla. Denkst du, was ich denke? Ich fürchte schon. Verdammt, alle verwandelt. Die sind nicht mehr zu retten. Dann bleibt uns nur eins. Keine Gnade, Kerl! Keine Gnade! Steht da! Togger, fuck! Ich hab da, Togger! Glaubst du, es geht hier in allen Dörfern so zu? Frag mich später, Gav. Steh da! Schnapp dich! Sie gehören dir! Und noch! Da, Tora! Und weiter und weiter. Steht da! Da, Torgal! Was ist das? Schnapp dich! Ich will hier nicht sterben, Clive! Dann kämpf! Da, Torgal! Pass!
Natürlich sind wir das nicht. Gav? Gav! Wehe, du sagst noch mehr, Akasische. Oh, was? Was zur Hölle willst du hier, Odin? Du gehst nach Stonhyr? Gut. Mein Herr wird dich dort erwarten. Doch in dieser Form kann ich dir nicht erlauben, vor ihn zu treten. Und was tust du, wenn ich's doch mache? Nun, das hier! Was hast du getan? Wünscht der Leib den Weg zu öffnen, muss er nur darum bitten. Dann werde ich dafür sorgen, dass er den Vorstellungen meines Herrn gerecht wird. Scheiße! Nein! Du, Clive, würdest du mir bitte sagen, was hier los ist, verdammt? Ich werd nicht mehr. Das versuchen wir also am besten nicht. Also zur Audienz mit dem König. Wenn er unbedingt will, dass ich darum bitte, dann werde ich genau das tun.
Deine Entschlossenheit in allen Ehren, aber wir wissen nicht mal, wohin er abgeschwirrt ist. Also lass uns tief durchatmen und kurz nachdenken, ja? Ist gut. Vielleicht finden wir hier was Brauchbares. Dachte, wir hätten alle erledigt. Ja, ich auch. Hallo? Hey, ruhig, ruhig. Wir tun dir nichts, keine Angst. Wer? Mein Herr, ich danke euch. Ada, auch wenn es schwer fällt, aber was ist hier passiert? Es fing an, als der Himmel sich wandelte. Die Alten nannten es die Arke. Einer nach dem anderen wurden sie verrückt, manisch durch den Äther, bis nur noch ich da war. Und ich in meinem Zustand, allein. Und als die Soldaten kamen, ich wusste einfach nicht weiter. Und diese Arke ist nur eine Geschichte, die Großeltern ungezogenen Kindern erzählt haben. Über dunkle Himmel, die erscheinen, wenn unsere letzten Tage anbrechen. Das Ende der Welt. Die anderen wurden verrückt. Aber wo sind sie alle? Sie sind alle fort. Nach Osten, zum Turm. Draumur, die Ältesten, der Heiler, der Schmied, mein Ehemann. Denkst du, er steckt dahinter? Natürlich. Nur er hat diese Macht. Genau wie in Canva. Du hast es doch selbst gesehen, Gav. Aber was ist mit ihr? Wieso ist sie nicht durchgedreht? Vielleicht wegen des Kindes? Es könnte sie vom Äther schützen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Du meinst, es ist ein Träger? Durch Ultimas Magie macht es bald keinen Unterschied mehr. Die Zeit wird knapp. Im Turm. Dort finden wir den König.
Ich wusste es. Genau wie am Phönixtor. Das heißt, am Ende dieser Stufen finde ich... Das Wandbild. Es ist intakt. Ultima und sein Leib Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Sogar der mythische Leviathan. Doch... wo ist der Phönix? Ein Begründer. Das willst du also, nicht wahr, Ultima? Du willst wirklich ohne mich gehen? Sei vernünftig. Jemand muss bei Edda bleiben. Aber... ich muss das alleine machen. Falls ich nicht wiederkomme, müsst ihr mit Joshua zurück auf die Enterprise. Verstanden? Ja. Hey, wehe, du beißt ins Gras. Ich habe nämlich keine Lust, der nächste Sith zu werden. Keine Sorge. Den Namen gebe ich nicht mehr her.